Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch F&M von Lindemann in der Deluxe Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu dieser Deluxe Edition findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Lindemann mit F&M, das Ganze am 22. November erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Deluxe Edition aus dem Bereich Rock. Ja, es ist eine Deluxe Edition und es ist eine Hardcover Edition. Also wir haben hier ein Buch, ein Hardcover Buch. Werden wir mal aus der Folie holen und uns dann ansehen. Es gab dieses Album in diversen Varianten als reguläre CD, als Vinyl und eben auch als Deluxe Edition. Ich habe mich in diesem Fall für die Deluxe Edition entschieden. Also wir haben hier ein Hardcover. Wir lesen hier einmal den Namen der Band, Lindemann. Dann haben wir hier zwei Personen abgebildet. Den Frisur nach zu urteilen, zwei Damen, die hier in einem ganz speziellen Gewand sind. Also in so Strumpfhosen, in so einfachen Stiefeln, Hosenträger, so grobe Hosen und grobe Hemden und das Auffallende sind dann hier diese beiden Masken. Also zwei Masken haben wir hier. Das hier dürfte das Gesicht von Till Lindemann sein und das hintere dann das Gesicht von Peter Tektren. Die beiden haben auch noch Hühner auf den Armen, hier in weiß. Unten lesen wir dann den Albumtitel F&M und einen Korb mit Eiern. Und dahinter dann sieht es so aus, als wären hier so Strichlisten geführt worden. So sieht das von der Seite aus. Da erfahren wir auch, wofür F&M steht, nämlich für Frau und Mann. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 13 Stück mit dabei. 11 sind es regulär, also wenn man das Album normal kauft, hat man 11 Tracks. Die zwei Tracks sind hier die Bonusvariante, also die gibt es hier wirklich nur auf dieser Deluxe Edition. Einmal Mathematik, der ist ja schon vor langer Zeit erschienen, der Track von Till Lindemann, damals ja das Feature mit Haftbefehl. Und dann haben wir den Track Ach so gern, der ist hier auf, wo haben wir es, Nummer 7, allerdings dann hier noch in der Pain-Version. So, dann haben wir hier die Beteiligten und einen Barcode. Das Ganze über Vertigo Berlin erschienen. Wir haben hier einmal auf der letzten Seite das Album, die CD. Kommt hier in einer Eierform, passenderweise. So sieht das dann aus. Die CD ganz schlicht in Schwarz und Weiß gehalten. Hier lesen wir dann wieder das L und das M und darunter Frau und Mann. So sieht dann die CD aus. Packen wir wieder mit rein in diese Eierform. Ups, wenn es funktioniert. Gar nicht so einfach. So, aber jetzt. Und dann kommen wir zum Buch. Also wir haben hier die ersten beiden Seiten komplett mit dem L&M Logo gestaltet. Und dann kommen wir zu den einzelnen Seiten. Wir haben hier einen Wald und hier in der Mitte, genau hinter dem einen Baum, ich hoffe, man kann es ja halbwegs erkennen, steht eine Person, wie so ein Kreuz mit den Armen ausgestreckt. Sieht auch echt mehr aus wie ein Kreuz als eine Person. Weitere Fotos. Und hier haben wir dann die Lyrics. Also hier ist der erste Track, Steh auf. Der wurde auch als Video ausgekoppelt. Haben wir hier den Songtext. Weitere Fotos und dieses Thema der Masken zieht sich hier scheinbar komplett durch. Also wir haben hier die Masken immer wieder. Nächster Text, ich weiß es nicht, Wort für Wort hier abgedruckt. Ja, dann hier etwas übergewichtig und einmal abgemagert. Passend zum Track Allesfresser. Dann der Track Blut. So, dann hier wieder zwei ausgemergelte Leiber. Dann hier Peter zu sehen, Knebel, okay, zwei Schweißbrenner, Frau und Mann, weitere Fotos, ach so gern, schlaf ein,
Also die Fotos sind, wie man es auch vom letzten Release der beiden kennt, teilweise sehr hart. Also es ist auch viel nackte Haut zu sehen. Das kennt man auch von den beiden. Mathematik. Jawohl. Gut. Dann haben wir zum Abschluss noch die Credits. Also, alle, die an diesem Album mitgewirkt haben, kann man hier entsprechend rauslesen. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch einmal die beiden Herrschaften und vor ihnen knien nackte Frauen mit diesen Masken. Gut, das war's soweit. Das alles in diesem Hardcover-Buch, also dieses umfangreiche Booklet inklusive der Lyrics und natürlich der Album-CD mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Deluxe Edition F&M Frau und Mann von Lindemann. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dieser Deluxe Edition? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Lindemann unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.